einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Tom, ein Spieleentwickler. Und bisher haben alle meine Spiele nur negative Bewertungen. Aber heute möchte ich euch das Spiel Strayfruit vorstellen. Ich bin... So, Freunde. In dem Sinne darf ich euch heute willkommen heißen zu Schlechte Spiele gut bewerten. Das wird klasse. Oh. Ja, er rutscht. Er rutscht langsam. Ja, er rutscht. So. Das ist das Format, meine Lieben, wo wir schlecht, richtig räudig bewertete Drecksscheißspiele, die niemand empfiehlt auf Steam, wo wir sie spielen, wirklich schauen, was es mit diesem Drecksspiel auf sich hat und am Ende eine positive Bewertung schreiben müssen. Das ist unser Ziel, meine Lieben, das ist unser Ziel. In der letzten Folge haben wir ein wirklich, wirklich schlechtes Survival-Game gespielt. Und es war genauso schlecht, wie man es sich auch vorstellt. Also es war wirklich beschissen. Wir haben auch am Ende eine Rezension geschrieben und alles. Fiebertraum. Vielen Dank da auch für die ganzen Likes, Freunde. Lass uns heute die 5.553 Likes knacken. Lass uns mal sagen, 8.362. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, Freunde, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Joint der Familie. Au! 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 Ich habe heute etwas ganz Besonderes mitgebracht. Ein Spiel, welches wohl damals, als es rauskam, sehr gehypt war, jedoch überhaupt nicht gut ankam. Es hat 200 größtenteils negative Bewertungen. Es hat gerade mal 30% positive. Wenn man mal genauer schaut, die Grafik sieht ja gar nicht mal so übel aus, ne? Aber irgendwie soll es richtig scheiße sein. Fühle mich irgendwie verarscht. Das Game ist nicht einmal 5 Euro wert. Ich fühle mich abgezockt. Peter Giese, jetzt nicht! Entschuldigung, aber bitte kauf es nicht. Absoluter Müll, dieses Spiel. Gruselig. Nein, technisch gut. Auf gar keinen Fall. Stürzt auf ab. Die Jumpscares ziehen den Charakter wild auf der Map herum, sodass man der Wand festpackt und das Spiel neu starten muss. Ich könnte jetzt noch weiterschreiben, aber das ist dieses Spiel nicht wert. So. Die Frage, die ich mich jetzt stelle, ist es jetzt wirklich so übel oder sind die Leute einfach nur verweichlicht? 28,99 Euro. Da will ich jetzt aber auch was erwarten. Ne? Hauptmenü sieht aber eigentlich schon mal cool aus. Ne? Ist ein schönes Hauptmenü. Ist schon mal der erste Punkt meiner Meinung nach. Wir gehen aber direkt rein, neues Spiel. Komm, rein. Wer ist er denn? Warum ist er voller Scheiße? Er ist voller Kacke. Er hat sich komplett vollgeschissen. Ihhh! Was? Da passiert gerade so viel. Der vollgepisst und vollgekackte Mann schießt einfach gerade irgendwelche... Okay, jetzt sitzt da die Tochter und fest oben ins Kopfloch von dem... Das ist natürlich... Ich bin... Hä? 18 Jahre später. It's getting late. Nobody's gonna swipe right in me anyways. Okay, es ist jetzt 18 Jahre später. Ich weiß nicht, was wir da gerade eben gesehen haben. Das war ja fucking wild. Also ich muss ehrlich sagen, die Grafik ist für ein Horrorspiel ja ultra geil. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Nee, ein Mops. Komm her, kleiner Mops. Feeling all right, Klopschick? Klopschick. He's a good boy. He's a good boy. He just... Finde einen Behälter für deine Schmutzwäsche. Liegt da Scheiße im Klo? Da liegt wirklich das perfekteste runde Stück Scheiße, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Still can't believe some old lady I never met just left me this house. Er hat anscheinend das Haus geerbt. Und er will unbedingt irgendeine Frau daten. Nanu? Hallo? Shit, Jesus! Oh, I need to turn the volume down, I'm gonna get a noise complaint. Ich habe anscheinend eine Benachrichtigung auf dem PC bekommen, welche unten im Erdgeschoss in voller Lautstärke abgespielt wurde. Nicht vergessen, Leute, wir müssen gut bewerten. Ach, er ist auf einer Dating-Website. Ah ja, Date Me. Verdammt, du hast mich zu Tode erschreckt. Wer ich? Ich weiß, dass ich kein Schönling bin, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so hässlich bin.
Ich war gerade dabei, das Haus zu putzen. Habe meinen Monitor nicht stumm geschaltet und die Benachrichtigung hat mich erschreckt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie laut ich gedreht hatte. Boah, da weiß aber jemand, wie man flirtet. Ha? Oh, das war das also. Du hast das gehört? Wie? Was sagt man denn dazu? Wir sind vermutlich Nachbarn. Ich frage mich, ob du mein Haus von deinem Fenster aus sehen kannst. Ja, guck mal, direkt gegenüber. Das gibt's ja nicht. Ist nicht wahr. Ich kann dein Licht sehen. Wie nah bin ich? Was ist denn das jetzt für ein... Jetzt muss ich hier einem Dating-Chat zugucken. Alter. Er hat jetzt ein bisschen gechattet, ne? Bisschen geflirtet. Hat rausgefunden, dass seine Angebetete direkt gegenüber wohnt. Und die meinte, dass seine Oma, der das Haus früher gehört hatte, dass die Okkultistin war und irgendwas angebetet hat. Keine Ahnung. Es gibt wohl ein paar verschlossene Räume hier. Wir finden jetzt alles langsam heraus. Wie toll. Jetzt soll ich den Dachboden erkunden. Repariere Opas Uhr. Hä? Wie komme ich denn jetzt auf diese Mission? Well, that's fixed. Da oben sind Beine! Oh. I've got to tell Martha about this. Hä? Jesus. Oh, da steht überall 0 Uhr. Hä? Löse das Sanduhrenrätsel. Was für ein geiles Rätsel! Wow! Na, wer atmet denn hier so laut? Digga, was bin ich hörend? Nee, das muss ich jetzt erstmal Martha schreiben. Jetzt kommen wieder diese dummen... Also das ist ja bisher... Bisher ist alles gut, Freunde. Sagen wir so. Geh zu der Tür mit dem Vorhängeschloss. Warte mal, da muss ich irgendein Datum wahrscheinlich eingeben, ne? 13.23. Oder 09.13. Ah, es war der 13. September. Oh. There's no way this is real. Bauklötze. Was ist das jetzt hier? Oh. Grandson, da war's. Hope you like your new house, Grandson. Das ist ja der Hammer, das ist ja voll witzig. Sie kommt einfach hoch! Da war nicht mal ein Sound! Peak Horror Game. Wirklich. Hä? Was ist denn jetzt los? Was ist denn? Okay, spätestens jetzt bin ich einfach nur sprachlos. Schaut ihn euch an. Er ist eine leere Hülle seiner selbst. ihn juckt's auch null. Ihn juckt es überhaupt nicht. Ich würde sowas von straight up nach draußen rennen. Warum klingelst du nicht einfach an ihrer Tür? Zum Beispiel. Warum verpisst du dich nicht? Stattdessen schreibst du, oh mein Gott, ich habe die Tür aufbekommen und bin reingegangen. Es sah aus wie ein Babyzimmer mit Krippe und allem. Wieso erwähnst du nicht die alte Frau? Oh Gott. Hinter dir. Nein. Nee, Omi, bitte. Jetzt halt mal dein Maul. Jetzt hat Omi uns das Internet gekappt. Omi, guck mal, spätestens jetzt könntest du einfach rausgehen. Aus der Tür nach draußen. Zu Martha nach drüben. Bitte, bleibt bereit. Macht euch bereit. Oh nein, Omi! Omi! Oh, das ist schon Körperverletzung. Och, herrje! Oh, diese Szene gerade, die hat nicht mal Sinn gemacht. Die war ja nicht mal gruselig oder ein Jumpscare. Da war einfach nur so eine kleine Oma, die da hinten gespawnt ist und erstmal fetten Gritty gehittet hat. Kolja, hau mich mal anstelle der Omi dahin mit der Reaktion von ihm.
Wenn ich dich um eins bitten darf, bitte geh jetzt einfach aus der Haustür raus. Klingel bei Martha drüben. Du hast doch gar keinen Bock mehr. Bro, du siehst die ganze Zeit diese alte Oma hier. Du hast doch nicht ein Wort dazu verloren. Es war dir bisher scheißegal. Warum? Warum ist es dir egal? Du kannst hier rüberkommen. Morgen früh können wir beide losgehen und rausfinden, was da los ist. Ja, ich kenn... Machst du Witze? Ich kenne dich nicht mal. Du könntest irgend... Dann klingel doch drüben! Man fragt sie! Klingel drüben und schau! Was? Ist der eigentlich komplett dumm? Wer hat das geschrieben? Kein Wunder, dass du niemanden kennenlernst. Not like I'm gonna get any sleep now. Ich hab hier for real alles vollgerotzt, Junge. Den gesamten Bildschirm. Ach du Scheiße. Boah, okay. Er lag erstmal 20 Jahre auf dem Boden, hat nach seiner Mama geschrien. So, er sah so aus, als wäre er gerade in Fortnite gedownt worden. Was ein schreckliches Spiel. Oma, bitte. Ich kann das nicht mehr. Bitte, jetzt mach nicht noch einen. Bitte, ich hab jetzt schon wirklich genug, ich kann nicht mehr. Aber guck mal, ey, sieht doch alles gut aus. Jetzt ist eine Tür aufgegangen. Ah, gucken fern. Daniel, no! Daniel, no! No fucking way. Am anderen Morgen machen sie sich in Daniels Auto auf den Weg, um weitere Informationen über seine geheimnisvolle Vergangenheit herauszufinden. Also, ich verstehe ums Verrecken jetzt gerade nicht, was da passiert ist. Or at least it will if you keep an open mind. Martha, was passiert? I knew you were going to move into that house. Warte mal, ist sie seine Schwester vielleicht? I'm your sister. No. I... Er wollte seine Schwester knutschen! Yeah. Sind sie gecrashed? Nee, Vollbremsung. Oh, and one more thing. Shit, Martha, a gun? Really? When I first found out about you, I started looking further. I stole this. Das ist eine goldene Desert Eagle. Wollte mich verarschen? Boah, war das eine lange fucking Cutscene. Alter. Ey, Kolja, wie lang war diese Cutscene? 9 Minuten. 9. Daniel bahnt sich durch den Wald hindurch einen Weg zum Friedhof und lässt Martha zurück, um eine Überraschung für seinen Geburtstag herzurichten. Das ist die Story. Also pass auf, ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Kurze Zusammenfassungsmusik. Bisschen Atmosphäre. Vielleicht noch eine Kerze. Ein Affen mit einer Knarre. Und wieder weg. Daniel ist in dieses Haus gekommen, einen Tag vor seinem 18. Geburtstag. Ja, am 18. Geburtstag hat dieser Kult geplant, ihn umzubringen, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes mit ihm zu machen. Er stammt aus einer Familie, wo der Vater, das haben wir ganz am Anfang gesehen, alle umgebracht hat. Sie ist seine Schwester. Das heißt, die Schwester hat mit ihm auf einer Dating-Seite geflirtet. Alarm! Keine fucking Ahnung, warum der Vater sich letzten Endes eingekackt oder eingepisst hat, wissen wir bis heute nicht. Aber jetzt sind wir im Wald. Martha schickt uns aber alleine auf diesen Ritual... Friedhof, weil wir schauen wollen, wo seine Familie ist. Aber sie muss noch ein bisschen was am Auto machen, weil er ja jetzt Geburtstag hat. Das heißt, sie macht eine Geburtstagsüberraschung. Es ist so... Es ist so random. And, thanks for letting me keep Klopsik at your place while we do all this. Ja, jetzt halt die Fresse, bitte. Wir hatten gerade eben 60 Jahre Cutscene. Ich bitte dich. Immerhin kann ich auf Leertaste rollen. Actionreich. Wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal ganz kurz Mittagspause. Ich bin gleich sofort wieder da. Wir machen einen Backflip als Übergang, Kolja, heute. Freust du dich, oder?
Wer den Witz nicht verstanden hat, das war mein Arschloch. Warum liegt hier Muni? Warum? Oh, was mit seinem Kopf passiert? Vor allem diesen gerade 18 gewährigen 80 ge, 8 Vor allem diesen gerade 18 gewordenen Menschen hier alleine in den Wald zu schicken, das ist verantwortungslos, ne? So viel können wir sagen. Verteidige dich gegen die Monster. Ich sag jetzt bloß, wir werden gegen... No fucking way. So. Wie er panisch das Handy greift. Ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo man einfach umdreht? Also das ist jetzt halt auch der Zeitpunkt, wo es halt auch einfach nicht mehr witzig ist. Das ist jetzt ja einfach nur schlecht. Komm, ja, wir können ja mal, ne, das Ganze hier, das, was die Zuschauer und Zuschauerinnen so lieben, wir können ja einfach das mal ausschalten und einfach mal so einen Kampf laufen lassen. Oder einfach das jetzt. Komm, ab jetzt. Na? Gefällt's? Hier ist Healing am Baum. Ist das scheiße? Es hängt einfach mitten in der Pampa so ein Ding am Baum, wo 20.000 Tabletten drin sind. Oder was? Für 30 Euro, Alter. Was ist das denn? Hallo? Das ist ein Kind. Wir können ihn abknallen. Ach so, ja, ist weg. Ach so, ja, ich geh durch den Baumstamm durch. Ey, alles gut, okay? Oh, guck mal, da sind ja noch mehr. Was soll das überhaupt sein? Weißt du, das Spiel hat so gestartet als Comedy-Meisterwerk. Sagen wir mal so. So hat's gestartet. Jetzt ist es wirklich das schlechteste, dümmste. Also, was ist das? Was bin ich spielen? Es passiert ja gerade nichts. Wir folgen einfach nur irgendeinem Pfad und hoffen, dass wir irgendwie... Oh nein, ein kleines Fingerkind! Hä? Junge, lass mich die Waffe nehmen! Bitte, Alter, hallo? Daniel? Daniel! Daniel, ich bitte dich! Sind sie gestorben? Sie sind, glaube ich, einfach geplatzt gerade. Bro, was sollte das, Daniel? Koya, ich versuche hier gerade, wirklich, also ohne Scheiß. Koya hat ja auch das Rohmaterial, ne? Ich versuche hier, literally, seit geschlagenen 20 Minuten irgendwie einen Weg zu finden. Es sieht erstens alles gleich aus. Es gibt keinen Hinweis auf irgendetwas anderes. Ich check's nicht. Was denn? Was denn jetzt schon wieder? Hä? Ich habe nicht mal was gesehen. Ich habe nicht mal gesehen, warum ich mich jetzt erschrocken habe. Au. Junge, er ist auch die ganze Zeit so. What the fuck? Jetzt sind sie geplatzt. Habt ihr gehört? Ich muss die nicht mal bekämpfen. Die sind einfach nur da, um hardcore zu nerven. Junge, das bin ich, wenn ich fertig bin mit diesem Spiel, ey, wirklich. Wie darf so ein Spiel 30 Euro kosten? Dieses... What's this? What's this? Digga, ist das so? Jesus. What the fuck? Was ist das jetzt? Na gut. So, Baum ist im Weg. Soll ich den überhaupt abschießen? Scheiße! Alles Gute zum 18. Geburtstag, Daniel! Hä? Warte mal! Den Ort, wo er gerade ist, den kenne ich! Das war schon mal in einem anderen Spiel! Dass Martha, die dumme Scheiße, uns hier alleine lässt und uns alleine jetzt irgendwie... weil sie irgendwas vorbereiten muss, die ist doch safe auch ein Dämon. Das kannst du mir nicht erzählen. Wow, Martha, das ist jetzt nicht ihr Scheiß ernst, oder? Digga, das ist so eine Scheiße.
Sie hat 6 Feuerwerksraketen vorbereitet für mich. Lässt mich durch einen Wald voller Monster, die mich fast auffressen, fast umbringen, gegen den Boss fighten. Ich erwähne auch nichts davon ihr gegenüber. Das ist ihr scheißegal. Ihr waren jetzt diese 6 Raketen wichtig und jetzt soll ich mich hier umgucken. Es macht keinen. Ich wiederhole, es macht keinen Sinn. Schrecklich. Das tut richtig dolle weh. Kann ich die Waffe auf mich selber richten? Das ist die Frage. So, ich soll jetzt hier durch einen Tunnel, in der anderen Seite wieder hoch. Oh nein, was ist jetzt? Mir ist so ängstlich. Jumpscare! Okay, nee, das geht so nicht. Dumme Scheiß-Crew. Ach, das ist Martha! Wie bist du hierher gekommen, Martha? Die Tür ist seit 2 Minuten auf! At least we found it. We found it? We found... Ich hab's gefunden! Du hast unnötiges Scheißfeuerwerk gemacht, wirklich. Nee, ich kann seine hässliche Fresse nicht mehr sehen. Okay, also ich sag mal so viel, Freunde. Wir hatten jetzt sehr viel Spaß bei Stray Souls. Gehen wir ans Werk. Hallo, ich bin Sterzig. Spiele ich beruflich. Ich hatte die Ehre, dieses Spiel zu testen. Und hier kommen meine Auflistung an positiven Dingen. Die Grafik. Ein Traum. Endlich mal kein Humbug. Wir sind in 2024 angekommen. Die Story ist ziemlich interessant. Die Charaktere laden zum Mitfühlen ein. Vor allem Daniel zeigt seine Emotionen sehr deutlich. Der Hund. Ja, der Hund war süß. Der Hund war süß. Die Story geht nach 2 Stunden Spielzeit noch weiter. Also ein langes Spielerlebnis. Muss man ja auch sagen. Schaurige Horrorstimmung. Ja. Oh. Die Rätsel haben's in und an sich. Tolle kleine Rätselchen, so wie ich's lieb. Alles ist sehr schlüssig und man kann jeder Entscheidung folgen. Preis nicht so teuer wie Studiopreise. Was ja auch stimmt. Hm? Zusammengefasst bin ich hin und weg und kann es kaum erwarten, meine schleimigen kleinen Augäpfel wieder in diese Programmierung zu stürzen. Toll. Ich werde dieses Spiel vermissen, wenn ich's erstmal durch habe. Liebe Grüße, euer Sebastian. Ich möchte das natürlich empfehlen. Kommentare erlauben. So, Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Falls ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt Omis Lieblingsenkel in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Lasst auch noch ein Like da. Schaut die anderen Folgen auch an. Playlist ist in der Beschreibung verlinkt. Und falls ihr weitere sehr schlecht bewertete Spiele auf Steam habt, ja, vielleicht auch ein bisschen nischiger, so klein wie die, schreibt es in die Kommentare. Vielen lieben Dank. Ich bin raus für heute. Scheiß auf dieses Spiel, ich werde es zurückgeben. Tschüss!